Moinsen Leute und willkommen zurück zu Let's Play GP500. Ja, endlich geht es weiter. Hier mit dem letzten Saisonrennen in Buenos Aires Stadt verfolgt. Wir starten wieder mal gut und jetzt gleich in die erste Kurve hinein. Anbremsen. Rambock spielen. Raus beschleunigen. In den Dreck kommen. Ach nein, das war falsch. Auf Position 11. Das ist schon mal ein akzeptables Ergebnis. Ja. Endlich geht es weiter. Ich hier mit neuem Headset. Und... ja. Wir kommen hier in den Dreck. Laconi hat schon aufgegeben. Weil er Angst hatte, dass ich ihn umfahre. Berechtigt. Dadurch nur noch 23 Fahrer im Feld. So. Also, letztes Saisonrennen der ersten Saison von Let's Play GP500. Ja, es wird eine zweite Saison geben. Wann wird sie geben? Ich weiß es nicht. Mal schauen, wann ich wieder dazu Lust habe. Ja, da hat er jetzt einen Monat nie gespielt. Hä, was ist? Ja, ich habe jetzt einen Monat Haufen Testaufnahmen gemacht. In der Zwischenzeit hatte ich drei neue Headsets. Fragt nicht wie. So, jetzt hier wieder durch die sinnloseste Schikane der Saison. Mit der Boxengasse als Beschleunigung raus auf die Stadt und zähl gerade. Das bisschen Körper hat uns Zeit gekostet, weil wir dort gerutscht sind. Wo jetzt hier im Windschatten wieder ansaugen und einbrechen. Die leicht rechts in die links. Wow, kurz auf dem Korb. Nein, grün, drüber ist es nicht. So, wartet mal kurz. Ja, heute musste ich husten und was ist passiert? Wir sind gleich ins Aus. Yay! Yeah. Naja, so macht's mehr Spaß. So, jetzt hier wieder auf die Gegengerade. Und in der hier rechts. Bert steht aufgegeben. Oh, Kopf, 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 wow. Und jetzt hier wieder rechts. Kopf mitnehmen. Und dann in den Dreck kommen. Korb, Korb und links 90 Grad. Haben schon einen Haufen aufgegeben, drei Leute schon. Wir sind letzter, wir sind 20. 24 waren am Start. Ach, vier haben aufgegeben. So, und hier dann wieder die Spitzkarre, die Schikane. Danach und auf Startziel. Oh, jetzt sind wir die Boxen, jetzt habe ich die Boxen ganz schön mitgenommen. Also, vier Runden noch. Vier Runden in dieser Saison noch. Ja, ein paar Informationen zur nächsten Saison. Wir fahren in der Yamaha auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad. Habt ihr ja gesehen, wir sind mit 11. der WM. Wann das auch bleiben, wir müssten siegen. Kopf mitnehmen und rausbeschleunigen auf die Gegengerade, wo wir nicht so gut rauskommen, aber wir haben da wieder eine etwas höhere Topspeed. Das ist dann ja etwas. Jetzt sind die rechts. Kopf mitnehmen, boah, gefährlich, gefährlich, gefährlich.
dann nochmal rausdrängen und hier in die Spitzkerbe rausbeschleunigen. Ja, also es hat jetzt eine sehr lange Pause gegeben seit der Qualifikation. Wer die Qualifikation nochmal sehen möchte, den blende ich jetzt hier so ein, genau jetzt. Und klickt einfach auf den Link und dann kommt ihr zur Qualifikation von Buenos Aires im letzten Saisonrennen. Fangen wir jetzt mal wieder mit der Nahaufnahme. Und bremsen, 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 bremsen. Fein. Wir sind jetzt schon Position 13, aber den Sieg haben wir nicht mehr. Kann man vergessen. So, und Schlag vor, wir fahren vielleicht nochmal. Oh, really, yeah. In der Kamera. Also, es ist sehr extremes Fahrgefühl. Die Seitenlage. Ja, dann wieder raus beschleunigen. Ich finde es cool, dass unten neben dem Tachometer noch die Rundenzeit angezeigt wird. Das ist für das Qualifying sehr gut, sehr nützlich. Nein, 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 nein. Und aufs Gas. Zweiter Gang, nein, da ist der Gang. So, vielleicht spiele ich nächste Saison auch mit Lenkrad. Ja, Motorradrennspiel mit Lenkrad. Ja, yeah, wuhu. So, erster Gang, erster Gang, erster Gang, erster Gang, erster Gang, erster Gang. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, zweiter, dritter, zweiter, nullter. Danke schön auch. Wir wechseln wieder in die Perspektive, das kriege ich etwas besser hin. So, ich glaube, wir haben dann noch drei Runden vor uns, oder? Drei? Ja, drei, oder? Doch, drei. So, hier wieder die Boxengasse mitnehmen. Yeah, und raus auf die Stadt und ziehe gerade noch drei Runden. Nein, nur noch zwei, okay. Das Feld holen wir nicht mehr ein. Das ist so eine ganz leise Vorahnung von mir. Nein, 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 nein. Zu weit auf die Curbs gekommen und dann gerutscht. Schammerkacke. Setz hier wieder rausbeschleunigen auf die Stadt und sie gerade. Nein, 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 nein. Das hab ich nicht gut getroffen. So. Jetzt hier wieder rechts rum. Rechts. Nein, 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 nein. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Nein, nein, nein. Ich sage meine politische Meinung nicht, aber ich bin definitiv nicht rechts. Definitiv nicht. Das schaffe ihr da draußen auch nicht. Ich schaff's für euch einfach nur. So, und jetzt hier durch die Schikane auf die Stadt- und Zielgerade.
die letzte Runde der ersten Saison von Let's Play GP 500 beginnt jetzt. Ja, das ist toll. So übelst dramatisch gerade und jetzt... Ja, es ist die letzte Runde, das Feld ist nicht in Aussicht, wir waren auf Position.